Hallo, mein Name ist Nicholas Evans. Ich würde Ihnen gerne etwas über mein neues Buch, Die wir am meisten lieben, erzählen. Es geht darin um die Fehlbarkeit von Helden, die Suche nach Liebe und Identität und darum, wie vernichtend Familiengeheimnisse sein können. Außerdem handelt es davon, wie man diejenigen, die man am meisten liebt, am meisten verletzt. Die Idee für das Buch kam mir beim Nachrichtenschauen, kurz nachdem die USA in den Irak einmarschiert waren. Ich sah George W. Bush mit Hut und Cowboystiefeln auf einer texanischen Ranch. Er gab das typische Bild eines amerikanischen Helden ab. Es veranlasste mich, darüber nachzudenken, wie das Erbe des Wilden Westens nach wie vor unsere Auffassung von Heldentum und Tapferkeit prägt. In den 50er Jahren, als ich noch ein kleiner Junge war, gab es nichts Größeres für mich, als Cowboy und Indianer zu spielen. Das Gleiche trifft auch auf unseren jungen Helden Tommy Bedford aus Die wir am meisten lieben zu. Wir begegnen ihm 1959 das erste Mal, als er auf ein sehr brutales Internat geschickt wird. Sein einziger Trost ist die Flucht in seine Fantasiewelt aus Cowboys und Indianern. Tommys deutlich ältere Schwester Diane ist Schauspielerin, ein aufsteigender Leinwandstar. Sie ist schön und leidenschaftlich und hütet ein Geheimnis über ihn, das seine Welt auf den Kopf stellen wird. Sie verliebt sich in einen von Tommys Fernsehhelden, den charmanten Fernsehcowboy Ray Montaigne. Als sie nach Hollywood ziehen, nehmen sie Tommy mit. Für einen Augenblick scheint es so, als seien dadurch all seine Träume in Erfüllung gegangen. Doch dann verändert eine schreckliche Gewalttat das Leben von allen und Tommy gerät an die Grenze seiner Tapferkeit. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, das Buch fertigzustellen. Als ich etwa die Hälfte des Buches niedergeschrieben hatte, haben mich ein paar giftige Pilze fast das Leben gekostet, denn meine Nieren wurden zerstört. Es war ein langer Weg und ich habe viel über mich selbst und die Kraft von Liebe und Freundschaft gelernt. Als ich mich hingesetzt habe, um das Projekt abzuschließen, war ich in irgendeiner Weise eine andere Person. Ich war mir viel mehr über die Kostbarkeit und Verletzlichkeit des Lebens bewusst. Ich denke auch, dass die Gefühle, die ich während dieser Zeit durchlebte, ins Buch mit eingeflossen sind. Jedenfalls ist es nun fertig und ich hoffe, dass Sie die Möglichkeit bekommen, es zu lesen und dass Sie anschließend auch finden, dass sich das Warten gelohnt hat. Vielen Dank.